Hallo und herzlich willkommen, lieber Stier. Ich mache heute eine intuitive Tarotkartenlegung und ich möchte für diese Woche und ich möchte schauen, was das Universum für eine Nachricht an dich hat, was es für eine wichtige Botschaft an dich gibt. Dann beginne ich mal gleich und bitte die geistige Welt um eine Energie für den Stier. Was gibt es für eine wichtige Nachricht für den Stier für diese Woche? Bitte eine Information. Die zwei der Kelche. Was haben wir noch für eine Botschaft für den Stier, bitte? Die drei der Schwerter. Der Wagen. Was haben wir noch? Die 10 der Kelche an der Unterseite des Decks, die 2 der Münzen und hier sind ein bisschen mehrere Karten gekommen, der Page der Münzen, die 7 der Kelche und das Rad des Schicksals. Ja, lieber Stier, diese Woche hast du vielleicht noch mit jemandem zu tun oder jemand kommt dir in den Sinn, mit dem du einst einmal eine schöne Zeit verbracht hast, ein Ex-Partner. Diese Person, du denkst an diese Person und du wirst wahrscheinlich noch an das Glück denken, das einst einmal war zwischen euch. Es tut dir noch weh, ja, es tut dir weh, du bist so viel am Denken noch und es ist nicht einfach, ja, das ist nicht so einfach, lieber Stier, für dich geht es aber weiter in eine neue Richtung, denn das Schicksal hat für dich ein neuer Lebensweg parat und für dich geht es wie in eine neue Erfahrung, ja, eine neue Erfahrung mit einem Menschen. Für dich ist es wichtig, einfach gehe mit der Energie von deinen Impulsen. Folge einfach deiner Energie, folge dieser Energie des Wagens, denn hier gibt es wahrscheinlich nichts mehr zu tun. Das ist einfach passiert. Wichtig ist einfach, dich im Flow zu bleiben. Das meine ich. Bleibe im Flow. Und für dich werden neue Wege aufgehen, neue Menschen in dein Leben kommen. Und du wirst auch so neue Erfahrungen machen. Ja, Rad des Schicksals, du darfst, du musst nicht, du kannst diese Situation auch aus dieser Ebene betrachten. Und ja, das ist so diese Nachricht für dich, lieber Stier. Ich wünsche dir eine schöne Woche noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!